Es ist schon komisch, daran zu denken, sich zu filmen. Aber der Teil, der dann Spaß macht, ist größer. Also mache ich einfach weiter. Flüchtlinge sind ja gerade ein ziemlich aktuelles Thema bei uns und überall eigentlich. Und weil ich jetzt hier in Budapest bin, möchte ich es mir selber noch anschauen, bevor ich wieder zurückfahre nach Wien und mir einen Blick machen möchte, wie es ausschaut, ob die Flüchtlinge wieder fahren dürfen oder nicht. Und wie es da ausschaut. In der Stadt selber habe ich nichts wirklich davon mitbekommen. Also wenn man es nicht wüsste in der Stadt, zumindest in der Zeit, während ich in der Stadt bin, hat man nichts davon gemerkt. Der Bahnhof von Budapest soll ja quasi die Tür nach Österreich und Deutschland sein, wovon ein sehr, sehr großer Teil der Flüchtlinge ihren Weg weiter bestreitet. Ich kenne mich selber nicht so gut aus, muss ich sagen. Also ich weiß auch nur das, was in den Medien und in den Nachrichten publiziert wird. Und weil ich einfach selber wissen möchte, wie es da jetzt ausschaut, fahre ich jetzt selbst hin. Okay, ich bin mal am Bahnhof. Ich zeig's euch mal. Hinter mir ist der Bahnhof. Aus. Schaut es relativ normal aus, also nichts Ungewöhnliches. Okay. Hier haben wir etwas sehr Interessantes. Okay. Zeige ich euch mal. Ich gehe mal runter und schaue mir das Ganze von der Nähe aus an. Ich hatte eigentlich geplant, während den Aufnahmen etwas zu sagen. Aber sobald ich begonnen hatte, die Eindrücke hier aufzunehmen, konnte ich es nicht in Wörter wiedergeben und beschreiben. Trotzdem empfand ich es als persönliche Pflicht, über die Situation hier zu berichten und über das, was ich hier mit meinen eigenen Augen gesehen hatte, zu teilen. Ich möchte mich mit meinen Worten kurz halten und die Eindrücke einfach nur in visueller Form vermitteln und nur so viel sagen. Tut das Richtige und ignoriert die Situation nicht. Wir sind in der glücklichen Lage, etwas Positives beizutragen. Lasst uns diese Möglichkeit nutzen.